Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Maemo Games Serie. In diesem Video geht es um My Sheep. My Sheep ist ein Spiel, was komplett von der Community entwickelt wurde. Im Repository gibt es das unter dem Namen Sheep. Und es wurden alles, die Grafiken, die Idee dazu, kam alles von der Community. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. In diesem Spiel geht es darum, Schafe mit Hilfe eines Schäferhundes in Hürden zu treiben. Dazu benutzt man den Bewegungssensor vom N100. Es funktioniert sehr gut. Wie man hört, schöne Schafgeräusche. Ja. Wie man jetzt links oben sieht, wurde da ein blaues Feld aktiviert. Das ist eine Sonderfunktion. Man sieht hier zwei grüne Striche. Einmal hier und einmal hier. Und dort, wo die sich kreuzen, ist ein Aktionsfeld. Das heißt, wenn dort ein Schaf raufgeht, werden die verbleibenden Hürden, also die vorher geschlossen waren, geöffnet. Hier oben sieht man noch Icons. Hier ein rennendes Schaf. Wenn man das nach unten zieht, dann ist es ein stehendes Schaf. Also jetzt ist pausiert. Und ja, ich kann irgendwie was anderes machen und dann einfach das Icon wieder nach oben ziehen und das Spiel läuft weiter. Hier sieht man ein Icon mit einem Schaf, was das Maul offen hat. Zieht man es nach unten, hat das Maul geschlossen und jetzt ist es lautlos, das Spiel. Also gibt es keine Geräusche mehr. Und das letzte Icon ist ein Schaf, was einen anguckt, und wenn man es nach unten zieht, ist es genau andersrum. Und das bedeutet dann Exit, also damit beendet man das Spiel. Wenn man auf das Display drückt, kommen hier so Pflanzen und davon, von diesen Pflanzen, werden die Schafe angezogen. Das heißt, ich habe jetzt einfach das Schaf, was da oben war, angelockt, sodass es wieder auf das Aktionsfeld ging und die Hürde wieder geöffnet wird und ich hier das Schaf reintreiben kann. So. Und ein letztes Schaf in der schwierigen Hürde, die sich dreht. Eine schöne Sache ist, dass der Bewegungssensor bei jedem Start vom Spiel neu kalibriert wird. Das heißt, man kann es auch spielen, wenn man irgendwie seitlich oder rückwärts auf dem Bett liegt. So. Jetzt öffnet sich, wenn man das Level beendet hat, ein Dialog, wo man sein Twitter-Username und das Twitter-Passwort eingeben kann. Das machen wir mal jetzt. Na. Das Problem ist, dass das erste Zeichen immer groß eingegeben wird. So, wie es ist, CJK auf Twitter. So, und noch ein Negativpunkt ist, dass das Passwort angezeigt wird. Aber auch beim Passwort ist der erste Buchstabe immer groß. Da muss man drauf achten. So. Habe ich mein Passwort eingegeben. Wenn ich jetzt auf OK klicke, dann arbeitet er kurz und es steht Update successful. Und da es auch das einzige Level ist bis jetzt, es werden noch mehr dazukommen, kann man hier rechts jetzt auf Exit klicken und das Spiel wird beendet. So, gehen wir auf Twitter. Aktualisieren wir mal. So, und hier steht jetzt, I just got 874 Points in Maemo Sheep. Ja, also eine integrierte Twitter-Funktion, das ist sehr schön. Das wäre auch eine Idee für viele andere Spiele. Ja, das war's zu My Sheep. Vielen Dank fürs Zuschauen und über eine gute Bewertung freue ich mich natürlich immer. Und bis zum nächsten Video.